ganzen dumpfen, dunklen und stillen Herbsttag lang war ich unter bedrückend niedriger Wolkendecke durch eine eigentümlich öde Landschaft geritten, bis ich, als die Schatten des Abends herabsanken, das schwermütige Haus Ascher vor mir liegen sah. Hatte sich nie zuvor ein Mensch in so kurzer Zeit so schrecklich verändert wie Roderick Ascher. Später gab er, wenn auch mit einigem Zögern, zu, dass ein großer Teil der Verdunklung seines Gemütes auf das schwere und langwierige Siechtum einer zärtlich geliebten Schwester zurückzuführen sei. Der Schlaf mied mich, während Stunde um Stunde verrann. Wie gebannt in das undurchdringliche Dunkel des Zimmers starrend, horchte ich, als meine Aufmerksamkeit auf ein leichtes Geräusch von einer nahen Treppe her gelenkt wurde. Jetzt aber in dieser Nacht. Ethelred. Das Aufbrechen der Tür des Eremiten. Sage lieber, das Brechen des Sarges, das Knarren der eisernen Torflügel ihres Gefängnisses und ihr Ringen im kupferbeschlagenen Bogengang des Gewölbes. Wohin soll ich jetzt fliehen? Wird sie nicht gleich hier sein? Wahnsinniger! Wahnsinniger! Ich sage dir, dass sie jetzt hier vor der Tür steht! Und der tiefe und düstere Pool zu meinen Füßen schloss sich schwarz und schweigend über den Trümmern des Hauses Ascher. Mein Name ist Garrett. Ich bin der Ermittler der Behörde für ein moralisch sauberes Klima. Ah, dann sind Sie vom sauberen Klima also endlich auch zum Mars vorgedrungen. Ich hatte mich schon gefragt, wie lange das dauern würde. Vielleicht erzählen Sie mir mal etwas darüber, Stendhal. Ganz einfach, im Jahre unseres Herrn 2036 habe ich ein mechanisches Heiligtum aufgebaut. Darin schwirren metallene Fledermäuse, Robotvampire, Harlekine Wölfe und weiße Gespenster leben hier, aus Chemie und Fantasie erschaffen. Ich will nicht, Stendhal. Das Wort Gespenster will ich nicht. Was für ein Haus! Das verdient es wirklich, eingerissen zu werden. Mein Gott! Sie haben vielleicht eine Fantasie? Doch hab ich nicht!
Was tun Sie da? Ich maure Sie ein.